herzlich willkommen zum neuen Bauvlog. Die Woche sind wir natürlich wieder im Dachgeschoss tätig. Der Mario wird da vor allem alleine machen müssen, weil ich nicht so viel machen kann. Stehen die Wände an, die müssen schon mal gespachtelt werden. Die Decke, da sind diese Woche die LED-Leisten gekommen, wie wir sie unten auch im Flurbereich schon haben. Die sollen in die Decke mitgemacht werden. Das können wir dann vielleicht morgen zusammen machen. Mal gucken, wie lange der Mario jetzt fürs Spachteln braucht. Dadurch, dass hier oben ja auch kein Licht ist und es jetzt halt leider schnell dunkel wird, ist nicht so viel Zeit zur Verfügung. Ja, ich gehe davon aus, es wird insgesamt wieder ein eher kurzer Vlog, weil Spachteln und Decke dran machen ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Videomaterial und ich glaube auch nicht so wahnsinnig interessant. Aber trotzdem sind wir dann wieder ein kleines Stückchen weiter und der Bereich sieht ein kleines bisschen besser aus. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, bis zum Ende des Videos. Einen wunderschönen guten Morgen zum Sonntag oder eher Vormittag. 10:45. Der Mario ist schon oben, der ist immer ganz fix. Ich musste meinen Kaffee noch austrinken. Der hat ja gestern die beiden Dachschrägen noch fertig gespachtelt. Da konnte ich ihn sowieso nicht unterstützen. Das heißt, für mich war es tatsächlich einfach mal auf der Couch liege Wochenende. Und in seinem Feuereifer hat er gleich noch den mittleren Teil der Decke zwischen den Sponnen zugemacht mit Gips. Heute geht es dran, die beiden anderen Teile dieser Decke mit Gips zuzumachen, denn in die beiden Felder sollen die LED-Lichter oder diese LED-Streifen reinkommen. Das machen wir dann zusammen. Dann habe ich gestern noch die gute Nachricht bekommen, dass am 29. November unsere Fenster kommen, die ja für die mittlere Ebene der ganzen Schlafzimmer gedacht sind. Das heißt, auch da können wir dann zeitnah weitermachen. Ich hoffe mal, es bleibt noch ein bisschen länger, einigermaßen mild, damit es nicht ganz so kalt ist, wenn wir die Fenster machen. Aber dann können wir auch da schon die Wände machen. Plan ist auf jeden Fall, dass wir ja, heute die Decke reinmachen, oben im Dachgeschoss und vielleicht habe ich da noch Lust und Muße und stapel das Holz, was hinten in dem einen dieser ganz kleinen Schlafzimmer liegt, in das mittlere Zimmer, weil dann ist das da hinten frei und dann könnten wir da auch schon Wände stellen und das alles zumachen. Und dann kommt nämlich der ganze Gipskarton, der dort an der Fensterwand liegt, weg und dann ist die Fensterwand auch frei und dann können wir da Wände stellen. Naja, ist zurzeit so ein regelmäßiges Umgelagere von irgendwas. Gut, lässt sich nicht ändern. Jetzt gehe ich erstmal hoch und gucke, wie ich hier neu helfen kann.
Thank you.
war es für mich heute. Ich mache jetzt Feierabend, ich kann nicht mehr so, na eigentlich kann ich gar nichts mehr machen, außer noch ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt hier das letzte Profil noch reingemacht. Mario hat ja das hier vorhin schon gespachtelt. Ich gehe mal davon aus, der wird nachher nochmal hochkommen und den letzten Rest hier spachteln. Der ist dann mal wie wild drauf. Damit sind dann zumindest die Deckenfelder alle drin und auch das erste Mal gespachtelt. Nächste Woche kommt der Treppenbauer, damit der mal diesen Schandfleck hier, unsere super Hühnerleiter, also die ist so steil, die sieht nicht nur so aus, neu ausmessen kann, damit da dann endlich mal eine ordentliche Treppe reinkommt und genau. Mal gucken, wie lange es dauert. Der Mario hat sich schon mal eine einbauen lassen. Der hat gesagt, es dauert ein halbes Jahr oder so, weil das noch trocknen muss. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange. Ja, wie gesagt, für mich war es das. Damit war es das auch für das Video. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald.